In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Bildschirm schneller sperrst, wie du mittels Handgesten scrollst, ohne dein Handy zu berühren, wie du mit einer einfachen Geste alle Apps erreichst und vieles mehr. Let's go! Falls du in Zukunft noch mehr Tipps und Tricks sehen willst, abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal und gib mir ein Like, aber dalli dalli. Bevor es losgeht, eine kurze Erklärung. Ich zeige dir die Tipps und Tricks auf dem Oppo Find X5 Pro mit ColorOS 12.1. Die allermeisten Tipps gelten aber auch für jedes Realme-Smartphone, wie zum Beispiel hier dem Realme GT 2 Pro mit Realme UI 3.0. Im ersten Tipp zeige ich dir, wie du mittels einer App den Bildschirm ganz einfach und schnell sperren kannst. Das schnelle Sperren über dieses App-Icon Bildschirmsperre ist super einfach zu installieren. Wische einfach auf deinem Homescreen hoch, bis du zu deiner App-Übersicht kommst. Und dann wirst du hier oben schon sehen, Bildschirmsperre. Diese App ziehst du einfach auf dein Homescreen und lässt sie dort los. Wenn du diese App nun antippst, wird der Bildschirm sofort gesperrt. Wenn du auch gerne diese Gestensteuerung statt den Onscreen-Tasten als Navigation benutzen möchtest, dann zeige ich dir jetzt, wie du das einstellst. Gehe dazu in die Einstellung und dann runter zu Systemeinstellungen. Dann zu Systemnavigation und hier kannst du zwischen den Tasten und den Gesten wählen. Kleiner Bonustipp: Wenn du zur vorherigen App wechseln aktivierst und dann von der Seite lange reinwischst, kommst du automatisch zur letzten App. Durch das einfache Wischen von der Seite gehst du immer einen Schritt zurück. Beim nach oben Wischen kommst du zum Homescreen und wenn du den Navigationsbalken bewegst, kommst du automatisch auch zur letzten App. Jetzt zeige ich dir, wie wenn du auf dem Homescreen nach unten wischst, automatisch zu deinen Benachrichtigungen kommst. Ziehe dazu zwei Finger auf dem Homescreen zusammen, scrolle hier ganz ans Ende und gehe auf Mehr. Dann gehst du bei dem Punkt auf Startbildschirm nach unten wischen und wählst Benachrichtigungsbereich aus. Jetzt kommst du beim nach unten wischen immer zu deinen Benachrichtigungen. In ColorOS 12 bzw. Realme UI 3.0 gibt es auch einen One-Hand-Mode. Wie du diesen aktivierst, zeige ich dir jetzt. Geh dazu in die Einstellung und suche dann ganz oben nach Einhandmodus. Hier findest du ihn. Diesen aktivierst du hier einfach und wenn du jetzt im unteren Bereich nach unten wischst, wird der Einhandmodus aktiviert. Zum Deaktivieren einfach hier oben auf den schwarzen Bereich tippen. Du kennst wahrscheinlich auch den Dark Mode. In ColorOS lässt sich dieser aber nochmal tiefgründiger einstellen. Geh dazu in die Einstellung. Und dann auf Display. Wähle jetzt den Dark-Modus zuerst mal aus und dann auf Dunkelmodus Einstellungen. Hier kannst du dir nämlich einstellen, wie dunkle Bereiche jetzt angezeigt werden sollen. Entweder tiefschwarz, was auch meine Empfehlung ist, da durch AMOLED-Screens so Energie gespart wird. Es gibt aber auch mittelgrau oder hellgrau, falls dir das angenehmer ist für die Augen. Außerdem würde ich dir empfehlen, den Dark-Mode immer hier bei automatisch umschalten bei Sonnenaufgang zu aktivieren. Möchtest du hier oben rechts in der Statusleiste auch eine Prozentanzahl deines Restakkus haben, dann zeige ich dir jetzt, wie du das einstellst. Gehe dazu wieder in deine Einstellung und tippe oben in der Suche ein Prozent. Und dann klickst du auf Akkuladung in Prozent. Und jetzt kannst du hier auswählen, wie der Akku angezeigt werden soll. Ich habe hier das hier ausgewählt. Dann wird die Prozentladung neben dem Symbol angezeigt. Jetzt geben wir kurz ab in die Werbung. Mein RTL. Halt's Maul! Willst du auch die Kunst des Videoschneidens erlernen und mit Final Cut Pro 10 durchstarten, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann habe ich die Lösung für dich. In meinem neuen Videokurs zeige ich dir in über 2 Stunden, wie man von Anfang bis Ende Final Cut meistert, damit du auch bald dein erstes YouTube- oder Urlaub-Video schneiden kannst. Spare dir die Zeit und klicke dich nicht durch verschiedene Online-Tutorials, sondern nehme die Abkürzung und lasse dir von A bis Z in über 40 Videos von mir alles Wichtige beibringen. Fange heute noch an mit deiner ersten Session. Den Link zum Kurs findest du in der Beschreibung. Mein RTL. Klappe ja! Jetzt zeige ich dir, wie du mittels einer einfachen Geste alle deine Apps auf dem Homescreen ganz leicht erreichen kannst. Ziehe dazu zwei Finger auf dem Homescreen zusammen, scrolle ganz nach rechts und klicke auf Mehr. Dann gehst du auf Nach unten ziehe Geste für Symbole und aktivierst diese. Wenn du jetzt auf dem Homescreen bist, positionierst du deinen Daumen an den unteren rechten oder linken Rand des Bildschirms und ziehst ihn dann nach oben. Nun verkleinern sich alle Symbole und du kannst sie problemlos starten.
Um den Splitscreen-Modus zu öffnen, gibt es unter ColorOS eine Schnellgeste, und zwar wenn du mit drei Fingern nach oben wischst. Dann kannst du einfach deine zweite App wählen, die du im Multitasking-Menü öffnen willst, und schon kannst du beide Apps gleichzeitig bedienen. Um das zu aktivieren, gehe wieder in die Einstellungen und tippe dann in der Suche Split ein. Und klicke dann auf Wischen Sie mit drei Fingern nach oben. Hier aktivierst du beide Punkte. Und jetzt kannst du, wenn du nach oben wischst mit drei Fingern, den Split-Screen-Modus öffnen. Zum Beenden wischst du einfach wieder ganz runter und dann hoch. Kommen wir jetzt zur Kamera, denn da gibt es einige interessante Funktionen und die zeige ich dir jetzt. In der Oppo Find X5 Serie arbeitet man mit Hasselblad zusammen. Dazu hat Hasselblad einige Filter bereitgestellt, um dem Bild einen speziellen Look zu geben. Um diese Filter zu aktivieren, klickst du einfach hier auf dieses Symbol und dann siehst du schon hier die ersten drei Filter, Glanz, Klarheit und Smaragd. Das sind die Filter von Hasselblad. Natürlich gibt es ja auch noch andere Filter, das sind dann ganz normale Standardfilter. Die exklusiven Hasselblad-Filter sind aber nur die ersten drei. Im Videomodus kann die Oppo Find X5 Serie einen speziellen Nachtmodus aktivieren, wodurch Videos nochmal etwas mehr aufgehellt werden. Wenn du das mal austesten willst, dann klick einfach im Videomodus hier oben auf AI. Jetzt hält die KI zusätzlich die Videos etwas auf, womit du noch mehr erkennen kannst. Ich fand es in manchen Situationen ganz nützlich, probier es auf jeden Fall mal aus. Ein weiteres Extra-Feature in der Oppo Find X5 Serie ist der Hasselblad X-Pen Modus. Den findest du hier ganz rechts unter Mehr und dann bei X-Pen. Jetzt siehst du schon, das Format ist ein ganz spezielles, es ist nämlich extrem breit gezogen. Und wenn du jetzt den Auslöser drückst, kriegst du so eine schöne X-Ray-Animation. Außerdem kannst du, wenn du hier drauf drückst, den Schwarz-Weiß-Filter aktivieren. Dadurch kommt halt nochmal ein bisschen mehr Hasselblad-Feeling auf. So entstehen ganz besondere Bilder, probier es einfach mal aus. Du kannst die ganzen Modi unter Mehr aber dir auch anpassen und unten in deine Menüleiste ziehen. Dazu gehst du erst auf die Mehrseite und klickst dann hier auf den Stift. Jetzt ziehst du einfach die Modi, die du möchtest, runter in deine Menüleiste, klickst dann auf Fertig und schon hast du einen Schnellzugriff auf diese Kameramodi. Du kannst die Kamera auch übrigens mit einem Doppeltipp auf die Lauter-Leiser-Wippen schnell starten. Das musst du allerdings erst aktivieren. Gehe dazu oben rechts auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen. Dann scrollst du ganz runter und bei Schnellstart aktivierst du den Punkt. Für Selfies gibt es übrigens noch eine Funktion, wenn du die Hand über die Kamera legst, dass dann automatisch ein Countdown startet und das Selfie gemacht wird. Das ist auch super praktisch. Ich zeige dir jetzt, wie du es aktivierst. Gehe dazu auch wieder hier auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen und dann auf Aufnahmemethoden. Und hier aktivierst du Handfläche zeigen. Wenn du mit deinem Finger das Handy entsperrst, gibt es auch eine Schnellstartfunktion, mit der du Apps besonders schnell starten kannst. Wie du das machst, zeige ich dir jetzt. Gehe dazu in die Einstellungen und dann auf Spezielle Features. Dann klickst du auf Schnellstart. Und jetzt siehst du hier unten die Apps, die du bereits hinzugefügt hast. Wenn du auf Bearbeiten klickst, kannst du die nach deinem Vorlieben anpassen. Klicke hier auf Apps und wähle jetzt einfach die Apps aus, die du hinzugefügt haben möchtest. Du kannst natürlich auch welche entfernen. Durch langes Drücken und Bewegen kannst du sogar die Position verändern. Dann bestätigst du einfach nur noch. Und jetzt kannst du mit deinem Fingerabdruck schnell deine Lieblings-Apps öffnen. Um die Taschenlampe schnell zu starten, gibt es auch eine Schnellgeste für den Sperrbildschirm. Ich zeige dir jetzt, wie du es aktivierst. Gehe wieder in die Einstellung, scrolle ganz nach unten und dann auf Spezielle Features. Dann gehst du auf Gesten und Bewegungen. Und jetzt auf Standby-Gesten. Und jetzt aktivierst du den Punkt Zeichnen Sie ein V, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Und jetzt reicht ein einfaches V, um die Taschenlampe zu aktivieren und zu deaktivieren. Bei Oppo-Handys gibt es sogenannte R-Gesten. Damit kannst du mit einfachen Handbewegungen scrollen, ohne den Bildschirm berühren zu müssen. Um das zu aktivieren, gehe in die Einstellungen und dann Spezielle Features, Gesten und Bewegungen. Jetzt klickst du auf Luftgesten. Hier kannst du Gesten für das Scrollen in Apps oder das Annehmen oder Stummschalten von Anrufen aktivieren. Wähle zum Beispiel Scrollen aus und aktiviere die Geste. Schau nochmal bei den unterstützten Apps nach, denn es werden nur einige wenige Apps unterstützt, Instagram, Facebook, YouTube und TikTok. Wenn du jetzt zum Beispiel in Instagram bist, hältst du deine Hand vor die Kamera und dann siehst du auch schon, wie so ein Symbol kommt und dann machst du so eine Bewegung nach oben, um nach unten zu scrollen.
Wenn du nach oben scrollen willst, hältst du deine Handfläche vor die Kamera und wischst so nach unten. Das braucht ein bisschen Übung, aber das klappt schon. Und dann ist es eine ganz coole Alternative, das Handy zu bedienen, wenn man zum Beispiel die Hände dreckig hat. So, und als letztes gibt es einen Bonustipp von mir, den besten Tipp, wie ich finde. Und zwar gibt es auf Oppo-Handys exklusiv eine App, die nennt sich Oppo Relax. Geh mal in deine Apps und dann such mal hier nach Relax. Wenn du die App öffnest, dann kannst du hier bestimmte Hintergrundgeräusche einstellen, zu denen du entspannen kannst. Standardmäßig ist das hier so ein Meeresrauschen. Wenn du hier nach oben wischst, kannst du aber auch noch andere Themes runterladen. Zum Beispiel gibt es hier eine Morgensonne. Da hörst du dann so einen Vogelgezwitscher. Dann gibt es noch Camping bei Nacht. Da hörst du dann zirpende Grillen. Mystischer Kosmos. Das sind so Weltraumklänge. Und so weiter und so fort. Du kannst ja auch noch Hintergrundmusik einstellen. Hier gibt es also einiges zu entdecken. Du kannst sogar hier einen Timer einstellen, 30 Minuten, wenn du schlafen gehen möchtest, dass die Musik dann automatisch ausgeht. Und wenn du hier drauf klickst, kannst du sogar einzelne Tonspuren lauter und leiser machen bzw. neue hinzufügen. Wenn du hier auf die drei Striche gehst, kannst du zum Beispiel mal auf Abschalten drücken und dann hast du hier so ein Anti-Stress-Spiel und musst einfach hier ganz schnell diese Blasen zerstören. Am besten finde ich aber hier diese Entspannungsmusik. Schau es dir einfach mal an. Oppo Relax heißt die App, die ist auf jedem Oppo-Smartphone vorinstalliert und ich finde die richtig gut gemacht. Damit sind wir am Ende des Videos. Welcher Tipp hat dir am besten gefallen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like, um meine Arbeit zu unterstützen. Um auch keine zukünftigen Tipps und Tricks-Videos mehr zu verpassen, abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir hier links mein Oppo Find X5 Pro Review anschauen oder klicke hier rechts für mein Realme GT2 Pro Review. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.